Und damit sind wir wieder bei Let's Play Together Dead Space 3. Und sitzen schon wieder in einem Aufzug. Ach, diese. Ach ja, der Aufzug ist auch so ein Running Gag in diesem Spiel. Hm. So. Ja, gut, dafür hast du halt keine Ladezeiten, ne? Aber du hast halt Aufzüge. Ja, die ersetzen das dann doch ganz gut. Ja. War mal wieder eine Energiestörung. Aber wir haben... Ah, wir haben doch jetzt hier die Chipkarte. Oh. Und ging direkt ins Gesicht, jawohl. Und war die Granate jetzt nicht so effektiv, wie man das vermutet hätte. Sie hat nur den einen Typen umgeballert, aber der andere stand ja quasi direkt daneben. Aber wir werden also schon erwartet. Man sucht schon nach uns. Was war das? Ich bitte dich, es wurde extra eine Religion gegründet, um dich zu jagen. Also von daher... Ist blöd, dass du da neben mir stehst, ne? Ja, ich bin nur unglücklich neben Charakter. Das ist... Unwichtige Kollateralschäden. Wenn was passiert. Und dann so nehmen sie dich gefangen und dann so hilf mir und dann so, oh, ich bin hier nur Zuschauer und dann so. Bitte laufen Sie mir nicht mehr hinterher. Ach ja. Gut, ich meine, wenn dann sowas, so AC 130 Move oder so, dann so fette Sprengladung und dann so, ja, dann stehst du halt daneben, das war dann blöd. Es ist ungesund, ja. Jawoll! Oh, er hat so schon kein Kopf mehr. Warum so kopflos, ne? Du weißt, so serious. Nein! Hinter dir, vor dir, überall. Nein. Hinter dir. Wir laufen aufeinander zu und dann so hinter dir und dann so. Also vor mir, ja. Ja, die Viecher sind echt so überall Stil. Ist jetzt mal gut hier. Die halten auch nicht so viel aus, aber irgendwie... Nein, machen doch... Eins sind wir bei dem... Bei dem Dings. Bei dem Aufzug. Aha, okay. Ach, hier ist irgendwas, was aktiviert werden können. Komm mal her. Dann haben, das Lager, ein neues Lager für uns. Das heißt, wir haben dann das dann auch wieder abgeschlossen. Vermutlich. Volles Inventar. Jawohl. Komm, nimm meine Minipacks. Säurebad. Als Waffen-Upgrade. Kurpartner wollte hier ein Objekt geben, aber du hattest keinen Platz. Gut. Koop-Partner will jetzt Schüssel bei dir abliefern. Aber du hattest keinen Platz. Gut. Och. Ich dachte bei mir auch gerade, Koop-Partner hatte keinen Platz für geteiltes Objekt. Ach komm, wie viel Kram habe ich denn im Inventar? Also haben wir das Ziel jetzt erfüllt oder wie? Weiß nicht, ich guck gleich mal nach. Mal gucken. Ist doch noch was. So ein Upgrade-Ding. Stasehilfe, okay, die brauchen wir nicht. Da hab ich noch ein paar. Wobei. Vielleicht kann man sie verkaufen. Keine Ahnung. Könnte vielleicht Ressourcen geben. Ja, mach nochmal Questaktivierung, um zu gucken, ob wir jetzt fähig sind. Also die optionale Mission ist fertig. Ich habe zwar nicht gesehen, wann sie fertig war genau, aber... Ja, irgendwie wurde es nicht angezeigt, ne? Oder wir haben es übersehen. Ja, dann können wir jetzt zum... Zum Aufzug wieder. Zur Hauptquest. Ja, die ist hier hinter dem Aufzug. Oh. Ja. Ich habe mich schon in dieses Ding reingesetzt. Und wieder raus. Ja, wir machen irgendwie alles hier. Und wir fahren auch noch fünfmal bis in den dämlichen Aufzug. Ja, aber immer führt er woanders hin. Das ist wie die heilige Wandschrank nach Narnia. Ja, der Aufzug ist ein einziges Labyrinth wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Stockwerke die hier haben. Ich meine... Scheint ein bisschen größer zu sein, das Ganze. Ich gucke mir vor, wie so eine Maus in so einem Testlabyrinth. Ja. Wie bei Portal, ne? Ja, so kann man es auch sagen. Jetzt sind wir hier draußen. Okay. Jetzt kommen wir bestimmt hier durch. Können wir doch gerade auch. Ach, nee, doch nicht. Ich weiß gar nicht. Und alle so... Level-Design aller Verwirrung hoch 3. Okay, es gibt hier... Nee, hier war das mit dem Bohrer. Na, wir müssen hier weiter, ne? Ja.
Ich habe nur überlegt, wegen der Stasis-Station, die ich gerade schon auf die Entfernung gesehen habe, ich so, das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Nein, was ist sicher? Ja, jetzt stehen die da auf, ja, jawohl. Oh, geht noch irgendwas anderes dran? Raus. Oh, ich glaube, das Sonnengewehr ist gar nicht mal so ohne. Ja gut, musst du auch ziemlich viel Shit für machen, damit du das kriegst, ne? Wäre irgendwie ja, blöd, wenn das jetzt so eine Wasserpistole wäre. Ja gut, ich meine, es hätte ja auch nur so ein Questgegenstand sein können. Ja gut, ja. Deswegen. Und gleich brauchst du es, dann hast du keine Munition mehr dafür. Wobei hier keine Munition zu haben, ist irgendwie unmöglich. Ich wollte gerade sagen. Ach, hier ist noch eine Kiste. Leise, riese, erschein. Oder auch nicht. Leise erheben sich die Zombies wieder. Ja, auch so. Michael, was war das denn jetzt für ein Bug? Hey. Also hinter dir. Weil dieses Sonnengewehr verschießt so elektrisierte Pfeile. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so praktisch finde. Ich meine, leuchtet jetzt alles blau. Nein! Der mich ja. Schädel! Such den anderen Körper oder am besten gar keinen Körper. Ich wollte sagen, gar keiner wäre irgendwie besser. Jetzt habe ich keine Sucherbots mehr. Hier war nämlich irgendwo noch ein Ressourcenlager. Hey Leute, bin wieder da! Gott sei Dank! Gehen wir in dieses Ding rein, bevor ich die Nerven So, was muss gemacht werden? Auf dem oberen Steg ist auf jeder Seite eine Harpunenkanone. So haben sie vielleicht den Bauch geöffnet. Sehr schön. Ich gehe hoch. Mittlerweile 6000 Altmetall. Ah, die Harpunenkanone kommt jetzt zum Einsatz anscheinend. Okay. Die wir gerade schon gesehen haben, muss wahrscheinlich jeder eine nehmen. Warte mal, komm mal kurz her. Denke ich mal. Bist du jetzt im Aufzug? Ja. Ich will noch mal kurz raus meinen Suchroboter platzieren, weil das direkt hier vor der Tür war. Weil mich gerade direkt wieder eine Dingsmark war. Ach komm, weil es so schön ist, mache ich das jetzt auch mal. Ich weiß nicht, ob wir beide das gleichzeitig platzieren können. Ich kann es sowieso nicht aussehen. Wieso? Du musst es scrollen. Und dann zielen. Ach, du kannst sogar... Okay, nee. Doch, BTF. Man kann an einer Position mehrere Bots setzen. Hat das so geblinkt? Roboterparty. Ich hasse Roboterparade hier. Ja, dann macht mal, ne? Die Besten der Besten. Und die Roboter so Wally-Style hoch 4. Gut, die Menge der Ressourcen wird wahrscheinlich nicht steigen, wenn da mehrere rumlaufen. Na, wer weiß. Wo bist du? Hier im Aufzug. Ach da! Hinter der Bank war der Aufzug. So. Und alle so... Viel zu viel Kram und viel zu viele Aufzüge. Ja. So. Kapitel 12. Autopsie. Ich gehe mal zu einer anderen Strang, also zu der anderen Harpune, falls wir beide gleichzeitig benutzen müssen. Gehe ich mal fast von aus. Also wir müssen auf jeden Fall. Ah, jetzt leuchtet die auch schon schön blau. Okay, meine. Nicht, aber das Pendel daneben. Ach die. Das habe ich schon anscheinend geschossen. Ja, ich auch. Als geh mal mit Chineser da dran halt. Mhm. Okay.
guter Dampfgarten. Sie müssen mit dem Käfig zur Öffnung rüber. Dampfgegärt. Noten, kannst du uns helfen? Das soll wohl ein Scherz sein. Vergessen Sie es, ich gehe rein. Sie müssen nur den Käfig rüber zur Öffnung steuern. Wenn Sie sagen, gehen Sie in den Käfig. Klingt nach einer total tollen Idee. Die Körperhöhle betreten, oh ja. Und dann so, ja, der die tote Brutmutter ist ein Nest von ganz vielen Kleinen von denen und dann so, jawohl. Gut, dass ich eine Packung Granaten dabei habe. Ich habe eine Packung Mauern dabei. Sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Haikäfig. Also Santos, wie genau funktioniert das? Suchen Sie mit dem Sensoraufsatz der Waffe nach einem Nervenmatch. Er sollte Ping machen, wenn Sie nah dran sind. Er sollte Ping machen, ja. Ich schätze, dann schießen Sie eine Sonde rein. Meine Telemetrie sollte aufleuchten und wir wissen, wo die Maschine ist. Endlich was Simples, oder? Genau. Er sollte Ping machen. Moment, wir sind in Kapitel 12. Sie lapsen. Kapitel 19. Nein, das wird nicht so einfach okay, sein. Okay, ich ziehe mit der Sonde und folge dem Ping. Das sieht nach einem sehr interessanten Level aus. Das haben sie ja echt cool gemacht, ne? Worauf schießt du da? Dauerplingen. Ah! Ich glaube, das sollten wir reinschießen. Ja, das sollten wir reinschießen. Oh ja. Keine Sorge, praktisch tot. Praktisch Alter, was die mal für Einfälle hat, ist immer geil. Oh, das ist was. Oh, jetzt kommen so kleine schwarze Männchen. Wechseln wir doch mal echt über. Nein. Die erinnern mich so ein bisschen an Spinnen irgendwie. Ich hab grad ein paar Problemchen. Was ist da los? Nein, geht schon. Nein. Jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Nein. Schieß mal kurz rüber. Nein. So viele konnte ich nicht mit dem... Warum hatte ich keine Munition mehr? Was soll das? Gerade noch 150 Schuss und plötzlich so keine Munition. Was soll das? Ja, das kann doch gar nicht sein. Tatsächlich nur noch 18 Schuss. Wo ist meine Munition hin? Oder soll man jetzt hier diesen Plasma-Cutter unbedingt benutzen? Also ich habe noch 1400 okay, ich ziele mit der Sonde beiden. Und folge dem Ping. Warum habe ich nur noch 18? Klingt gar nicht so schwer. Keine Sorge, praktisch tot. Warte mal. Ich geb dir mal ein bisschen Munition. Ja, danke. Das ist echt uncool jetzt mit der Munition. Ich hatte doch gar nicht so wenig. Was ist hier denn hinter dir? Ja, jetzt. Nö. Nein, heck. Mensch. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Rechts. Ja, hinter mir ist auch noch einer. Hinter dir. Halt dich. Alter, alles in Ordnung? Das Ding hat einen Munition ansammeln. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Willst du mich verarschen? Ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Das ist doch so ein Ding. Ich hab drauf geschossen, aber irgendwie... Pack mal was aus deinem Inventar raus oder halt dich. Ich habe immer noch diese ganzen Drecks-Stase-Pack, Alter. Das ist echt witzlos. Das sind echt von mir. Ja, das ist echt witzlos, wie viel ich davon habe. Das ist echt nicht mehr normal. So. Hast du es? Ja. Okay, das ist noch ein Paket von mir. Oh, das ist das ich habe das erste große Medipack gefunden. Oh, jetzt habe ich 322 Munition. Danke. Ja, das war ein 21er-Stack, da. Hat schon was übrig, ne? Ja, jetzt habe ich nur noch 900 statt 1400, aber egal. Da komme ich mit aus, ne? Wird wohl reichen. Kann die ab, ne? Komm, warum liegen denn hier Supply-Kisten so in dem Magen? Was ist denn hier los? Hast du auf die beiden hier jetzt schon geschossen? Na, auf einen, aber irgendwie hat es nichts getan.
Das hat ja auch nicht geblinkt. Oh, wieder war. Klang so, als würde es hier noch leben. Ah, hierher müssen wir. Jetzt sind wir beim Aufzug. Warte mal. Das hat gerade ganz arg geblinkt. Hier müsste das jetzt... Das war's. Nicht schon wieder diese Scheiße. Jawohl. Okay. Kommt und holt mich. Was bewegt sich denn hier so? Alles. Der Magen, ne? Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Und wenn wir diese eine noch aktivieren, dann bricht die Hülle los. Oder dann gibt's noch eine. Wo bist du rumgelaufen, WTF? Ja, du musst mit dem... Mit dem Plasma-Ding, ne? Ja, du musst gucken, wie das Blinken macht. Wenn das schnell Blinken macht, dann musst du drauf schießen, sonst nicht. Ah, okay. Jetzt geht's wieder los. Voll. What the fuck? Hm? Hatte deiner gerade nicht einen Anfall? Nee. Meiner schon. Okay. Es hat funktioniert. Was für eine Art Anfall denn? Moment. Wir laufen mal kurz hier rein. Ach komm, jetzt holt uns doch nach oben hier, Spackos. Er hat kurz sein Sichtfeld auf Orange geändert. Ist auf die Knie gesackt und hat mal kurz ein Bild von dem Marker gesehen. Okay. Komm hier, so Martgel, das sehen wir schon weg hier. Irgendwie kommen die nicht so richtig mit dem Container zurecht. Ja, ist aber gut eigentlich. Beste Taktik ever. Nein, wo ist denn ordentlich gehen? Nein. Okay, das war hoffentlich die letzte. Santos, ach komm, jetzt können wir uns das hochholen. Was das? Ja, danke. Ich brauche einen Moment, um die Daten zu sichten. Gut. Ich gehe zurück zu dem Käfig. Sind wir doch schon. Ich auch so. Wir sitzen hier schon und warten. Bereit, wenn Sie es sind, Norton. Norton! Ach so. Ja, so, ich lass sie noch ein bisschen zappeln oder so. Die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Und da gibt es einen Eingang, den Berg weiter hoch, unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Santos und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Norton, kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar, ich kümmere mich um ihn. Und Ellie. Ja? Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Was? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Der Gast ist anwesend. So. Mal aus dem Helm raus. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey, wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton. Komm, nimm das Gewehr, Norton. Los. Norton! Na. Meiner so, Dirt Move, steht da in der Ecke. Na komm, da sieht man jetzt schon, dass wir mit Kinetik... Signal gestört. Jetzt, ich muss das jetzt dreh mal. Ah. Strolix noch eins. Jetzt. Superbot wartet in der Bank. Aha. Ne. Moment. Ah ne, hier war die Bank noch gar nicht. Ne. Da müssen wir erst hoch. Da sind wir zur gleichen Ebene gekommen wie gerade.
Gut, dann hat sich der jetzt offiziell gegen uns gewandt. Hm? Mhm. Offiziell Staatsfeind Nummer 1. Kugelkandidat Nummer 1. Hm. Mhm. Jetzt gibt's aufs Maul. Du sollst dann auch zur Bank gehen und die Bots wieder einsammeln, ne? Dann kriegst du erst die Ressourcen davon. Wo bist du jetzt hingelaufen? Eigentlich der Wegmarkierung, aber jetzt laufe ich nochmal zurück. Die Konstruktion hier sieht auch sehr vertrauenserweckend aus. Also sowas soll schon schief gehen. Wobei es mich ja wundert, dass das Ding uns nicht umgebracht hat, als wir es aufgetaut haben. Ja, schon, ja. Wobei es alles daran gesetzt hat, das zu tun. Ja gut, aber sie meinte ja, das wäre fast tot. Also konnte sich anscheinend nicht mehr richtig wehren. Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Na gut, ich meine dafür, dass es schon ziemlich tot war, war es noch relativ reaktiv. Ja. Also für den Standard. Ja, hier ist ein bisschen wärmer. Die armen Boxen. Zu langsam. Zweck. Ist echt grandios, wenn man in dem Moment, wo du drauf trittst, das Ding per Chinese zu sich zieht. Dann zieht er halt einfach nur den Inhalt zu dir. Also dann zertrittst du quasi die Box, währenddessen ich sie zu mir ziehe. Ja. In der Luft sozusagen. Ist echt cool. Ach komm, hier ist schon wieder eine Bank. Sehr nützlich. Ja, zack, nicht elf. Aua. Immer voll auf 12, ja. Das sieht gut aus für uns. Glauben gar nicht, gut, welchen ja. Ärger sie mir erspart haben. 3 gegen 3? Hm. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir. Auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen... Genau so läuft's. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, erspart uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danny. Wir hatten einen Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Hat sie das hergebracht? Hier! Ja. So. Sehr guter Schnitt. Oh nö, was das sind wirklich. Das sind 3 von denen. Gut. Oh ja. Ah, da sehen wir schon, das wird ein Bosskampf. Und er so, ich stehe da mal dumm rum. Oh, komm, der ultimative Staubsauger. Achso, du wirst da reingesogen. Ich auch. Hm. WTF, Alter. Mal wieder draufhauen. Okay, das erinnert mich jetzt... Aua. Wo muss man denn jetzt da drauf schießen? Na, der willst du gleich den Hals rausstrecken. Aber das erinnert mich jetzt schon relativ stark an... Ah, in die Mitte. Ja. Das Herz.
an Dead Space 1. Da war der letzte Bosskampf für mich genauso. Also wirklich genauso, auch von der Perspektive her quasi. Wenn du zu nah dran stehst, ist es eingesogen. Ja. Nein. Ja, ich hab's gemerkt. Ich lag davor. Geil. War nicht so gut. Gut. Dann gehe ich jetzt ein bisschen auf Abstand. Ja. Schneller. Nein. Ach komm. Ja, vielleicht mal aufhören, einen mit seiner... Ach komm, jetzt habe ich zweimal mit der Tentakel einen aufs Gesicht bekommen. Genau. Erstmal in... Nein! Lauf. Einfach laufen. Ach, Alter, WTF. Ja, der Trefferpräzision ist unglaublich, ne? Ah, in Mitte. Ah, man will uns das rum. Nein. Nein. Voll, wir sind jetzt mal noch drauf. Erstmal wieder zurück, erstmal wieder auf Abstand bringen, ne? Mein Gott, wie langsam läuft der denn? Im Vergleich sehr langsam, ja. Irgendwie. Nein. Auch noch vom Tentakel erwischt. Komm, jetzt mach dein Mäulchen auf. So. Komm. Ich schieß mal die Eier, sonst kann man gleich nicht mehr gegen. Ach, oh, nö. Muss mal wieder auf den Maul. Jawohl. Jawohl. So ist jetzt gut mal mit dem Staubsauger, ne? Na, fast. Ich glaube, viele gelbe Stellen sind da nicht mehr. Wenn der Schatten schon alles verdunkelt, denkst du auch so, das ist nicht gut. Das ist eher ungünstig, ja. Oh, mein Lebenspunkte waren jetzt nicht mehr so ganz am Start. Ja. Schnell noch ein paar Medipacks nehmen, auf die Eier schießen und... Komm, da ist doch jetzt alles rot in der Mitte. Wird der jetzt noch auf die Finger? Außer der Dazu-Mitte. Nein! Oh. Nein. Und das ist jetzt gescriptet, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist gescriptet. Ich hoffe es. Na gut, sonst hätte er mich zerfleischt, wenn ich reingeflogen wäre. Was zieht er an mir? Das ist jetzt nicht so geil. Nein. Starker Verdauungstakt, ne? Mach ich auch so. Er gibt gleich Fettdurchfall. Hoffe ich. Ja. Hoffentlich noch im verdauten Zustand. Ja. Nicht verdauten. Verdaut muss jetzt nicht sein. Komm durch die Speiseröhre durch oder was auch immer. Oder ja. Wodurch auch immer. Schön in den Magensaft rein. Jawoll. Bin bestimmt nicht allein. Oh. Ach, du bist auch hier. Ja, Schönheitsbad genommen, ne? Ach ja, genau. Und alle so, ist, what the fuck? Neu. Oh, was macht denn da so viel Schaden, ey? Aber man hat nur bestimmte Leben, ne? Ja. Bestimmte Luftanzeige. Ja, weil wir in der Suppe schwimmen hier. Du musst auf die gelben Dinger da ballern. Ja, oben fehlt noch eins. Tapferkeit im Gedärm. Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. Und dann so ein bisschen da ein bisschen wehrhaftes Essen und dann so... Geil, wieder ausgeschissen. Ja, voll. Ja, gute Entschlackung, ja. Dann einmal den Darm durchgespielt. Das Viech aber platt, ja. Genau wie wir, ne? Meint ihr nicht gerade, da wären drei von den Dingern hier? Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Jetzt ist er mal gut hier, so. Ach so, jetzt ist hier... Nö. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt die Option hatte, nicht zu schießen. Aber es war nicht geskriptet, der Schuss. Oh, Scheiße. Ah, okay. Hast du geschossen? Ja, ja. Nicht lange tot bleiben, nicht hier. Ich hätte sowieso geschossen, also... Er wird nicht lange tot bleiben. Sagen Sie ihr die Wahrheit.
jetzt weg hier. Ich will nicht lange tot bleiben, eigentlich schon, ja, ziemlich treffend. Also Plot Twist, der ist dann der Endgegner am Ende. Wieder untot, also. Ja, das könnte sogar passieren. Gut, dann machen wir. Aber weiter. Wir haben den Bosskampf passend beendet. Die Folge ist nämlich auch schon wieder zu Ende. Und hier sind Kapitel 19. Genau, nach den Sternen greifen. Gut, dann stelle ich fest, dass hier wieder Ressourcenlager ist. Ich hoffe mal nicht, dass wir uns jetzt noch auf dem kurzen Stück Gegner entgegenkommen. Nein, ich setze den Bot da ab. So. jedenfalls... Heißt? UNE1 DAX. Hast du den gerade gefunden? Ja. Okay. Jedenfalls, oh, ich habe gerade 666 Schuss Munition. Interessant. wir machen dann einen Cut. Ja. Lassen Wall-E noch ein bisschen weitersuchen. Und damit dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together Dead Space 3. Bis dahin.